Economic Challenges, der Handelsblatt-Ökonomie-Podcast. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft. Hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Ich hoffe, du bist nicht enttäuscht, dass ich heute mit dir nicht über das Erscheinungsbild der Regierung diskutieren will, sondern vielleicht einmal etwas größeres, globales Thema ansprechen wird. Ein geopolitisches Thema. Seit nach dem Zweiten Weltkrieg war es ja so, dass das weltwirtschaftliche Geschehen bestimmt worden ist von den USA, die zum Master of the Universe geworden. Sie haben Großbritannien als Ökonomiedominant abgelöst und waren also der Sprecher des Westens. Und Weltpolitik bestand darin im Auseinandersetzen mit der Sowjetunion. Diese Sowjetunion ist dann grandios kollabiert im Jahre 1990. Und dann waren die USA mal eine Zeit lang der unbestrittene Master of the Universe. Bis 2010. Dann baute sich China so als geopolitischer Counterpart auf und wurde zunehmend stärker. Und das hängt ein bisschen auch damit zusammen, dass China, in der Verfassung von China aus dem Jahre 1949 steht ja, dass dieses Land spätestens bis zum 100. Jahrestag der kommunistischen Machtergreifung die größte Ökonomie der Welt sein wird. Nur hat dieses Land ein bisschen Schwierigkeiten. Die Bevölkerung altert, das Durchschnittsalter der Chinesen ist höher als die der USA. Die Geburtenrate ist aber knapp über 1. Das heißt, die kommen in eine demografische Knautschzone. Das Wachstum wird, nicht dynamischer. Und die USA wollen natürlich diesen Aufstieg Chinas behindern. Bislang geht es nur über wirtschaftspolitische Auseinandersetzungen. Glaubst du, dass da vielleicht ein größerer Konflikt sich daraus entstehen kann? Oder wie glaubst du, wird es dazu weitergehen? Nämlich geopolitisch ist die Situation ja ziemlich unüberschaubar geworden. Ja. Also erstens, Bert, ich bin dankbar, dass wir nicht über das andere von dir angedachte Thema reden, weil wir auch nicht da weiterkommen. Die kommen auch nicht weiter, also wir auch nicht. Aber das, was du ansprichst, ist ja hochspannend, wenn man mal so vom aktuellen Rand etwas rückwärts schaut. Also wir stellen fest, wir haben zwei Länder, nahezu gleich groß, mit natürlich sehr viel anderen Potenzialen. Natürlich in China einfach eine andere Ausgangssituation mit 1,4 Milliarden Menschen, 350 Millionen Bretter, Propter, 43 in den USA. Aber dieser Prozess der letzten, sagen wir mal, 35 Jahre ist ja deshalb so spannend, weil genau das passiert ist, was du benannt hast, aus einer sehr schwachen Position, also wenn man das Pro-Kopf-Einkommen nimmt und einer wenig attraktiven Gesamtlage, ist China eine ökonomische Macht geworden und versucht natürlich auch diese Position weiterzuentwickeln. Auf der anderen Seite, und das ist mein Gedanke im Blick zurück, haben natürlich die USA auch eine spannende Phase durchlebt. Sie waren auf einmal alleine. Ja. Es war ein unipolarer Momentum, wie es auch genannt wird. Und dieses unipolare Momentum, diese Zeit ist einfach vorbei. Nicht? Sie haben aber erlebt, die Russen, und Obama hat das ja mal als Regionalmacht bezeichnet, sind nicht mehr der Counterpart. Von ihren ganzen ökonomischen Möglichkeiten her, von der technologischen Kompetenz, von der Innovationskompetenz, stehen die Vereinigten Staaten auf Platz 1. Und sie haben in dieser Zeit erlebt, dass sie eigentlich keine vergleichbar auf Augenhöhe jedenfalls agierende andere Volkswirtschaft und anderen Staat sehen können. Das hat sich aus mehreren Gründen geändert. Ich habe über China ein bisschen gesprochen, da werden wir sicherlich noch eingehen. Aber das andere ist ja auch, dass sich die USA in militärischen Konflikten verrannt hat, die ja dazu geführt hat, dass es mit hohen Kosten verbunden war und es auch einen Schwenk in den USA
weg von dieser selbstverständlichen Hegemonialposition. Sie waren ja nicht siegreich, die Konflikte, die sie geführt haben. Sie genau, haben ja letztlich alle siegreich. Kriege, die sie geführt haben, haben sie ja verloren. Nicht? Mit jedenfalls, ja, und es hat ihr aber interessanterweise ja relativ lange keinen Reputationsschaden gegeben, während gerade der Krieg im Irak mit all den Begleiterscheinungen, Guantanamo und so weiter, ja doch auch Reputationskosten mit sich gebracht hat. Und jedenfalls hat aber das dazu geführt, dass schon unter Obama ja ein Hin- und Herschwanken der außenpolitischen Anspruchshaltung sich zeigte. Also der Pivot to Asia war das eine, was er artikuliert hat, aber eigentlich auch die Feststellung, man will nicht mehr, das war seine Rede in West Point im Mai 2014, in der Weise außen- und sicherheitspolitisch agieren, wie es vorher der Fall war, also keine militärischen Einsätze mehr. Das hat sich jetzt auch schon wieder ein bisschen geändert, aber ich glaube, das muss man mit ins Bild nehmen. Die USA wissen eigentlich auch nicht so genau, was sie sein wollen. Sie wollen auf jeden Fall China nicht groß werden lassen, aber ob sie, was ja auch dazu gehört, diese eigene Rolle als Hegemon führen können und wollen, das ist ihnen, glaube ich, auch nicht mehr ganz klar. Und der Präsidentschaftswahlkampf, den wir erleben, schon der letzte und auch der davor, war ja eher geprägt von America First und nationalen Themen. Ja, und das ist ja der Punkt. Aber ich glaube, da unterscheiden sich Demokraten und Republikaner. Trump will America First, koste es, was es wolle. Das ist ja der Unterschied. Und die Demokraten sind zumindest noch ein Teil Mitverantwortung für die Welt zu übernehmen. Ja? Und das wird eigentlich die letztlich eine entscheidende Frage sein. Also wird USA alleinstehend unter Trump oder wird es Verantwortung übernehmen? Aber beide eint ja gemeinsam, man muss den wirtschaftspolitischen Aufstieg Chinas stoppen. Genau, das gegenwärtig das noch über ökonomische Maßnahmen, aber das eint ja beide Parteien. Das eint beide. Ja. Und der Unterschied, der gemacht wird, ist die Positionierung zur Ukraine. Dass Joe Biden so entschieden hat, war auch eigentlich aus der Perspektive und Erfahrung der Obama-Administration nicht zwingend. Damit ja sagen können, das könnt ihr Europäer auch alleine. Das war jedenfalls auch die Botschaft, die Obama 2014 gestellt hat. Ich will aber noch mal einen Gedanken aus einer anderen Sicht reinbringen zu dem Stichwort Hegemonialmacht. Warum ist eigentlich eine Nation Hegemonialmacht? Also es hat was zu tun mit militärischer Kompetenz. Mit der Weltwährung. Es hat was zu tun mit ökonomischer Kompetenz und Macht. Es hat was zu tun mit der Weltwährung, der Dollar. Wir haben da ja schon verschiedentlich auch mal intensiver darüber diskutiert, dass der Dollar seine Position als Weltwährung eigentlich unbestritten gehalten hat, trotz der Europäischen Währungsunion. Aber auch jetzt sagen wir mal Veränderung andernorts. Also die Europäische Währungsunion, der Euro, der ja an sich schon Erfolgsgeschichte ist, hat aber diese Rolle nicht in Frage gestellt. Der japanische Yen ist nicht mehr existent. Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber als Kandidat der Weltwirtschaft ist er nicht genau mehr existent. Genau, das nicht. Und der Renminbi wird diese Rolle nicht einnehmen können. Das gehört sehr dazu. Es gehört weiter dazu Technologieführerschaft, globale Vernetzung und auch eine Art von Softpower. Und ich glaube, bei den beiden letzten Punkten, globale Vernetzung und Softpower, ist nochmal ein großer Unterschied zwischen Demokraten und Republikanern. Trump glaubt ja, er macht einen Deal und die Leute folgen dann diesem Deal. Dass das aber voraussetzt, dass die anderen akzeptieren, dass du der Dealmaker bist, übersieht er. Und Hegemonialposition heißt ja auch, dass, wenn ich das nicht mit militärischer Gewalt permanent durchsetzen will, dass alle anderen einen Vorteil davon haben. Und das hat ja auch lange gegolten. Ich meine, wir tun immer noch so, als könnte die Sicherheit unseres Landes von den Amerikanern gewährleistet werden. Also es gibt schon auch immer eine Interessenlage aller anderen. Also eine Hegemonialposition ergibt sich aus dem, was dieses Land in sich trägt, aber auch, weil es von Vorteil ist. Und die Frage ist, könnte China für eine andere Ländergruppe, als es vielleicht die USA ist, auch diese Vorteilsposition vermitteln? Die One Belt, One Road Initiative ist ja so ein Weg, andere an sich zu binden. Das kann man so sehen. Trotzdem ist ja China nicht das wirklich attraktive Alternative. Allerdings, Land. Das Geschäftsmodell Chinas ist für viele Entwicklungsländer attraktiv, weil in kurzer Zeit man reich wird. Das heißt, dass das eine Diktatur ist, interessiert viele arme Diktaturen eben nicht.
Das ist in der Tat richtig. Und da stehen wir Europäer dann meist etwas verzweifelt am Spielfeldrand. Wir sagen, wir würden euch doch auch das Geld geben. Wir hätten nur gerne eine gewisse gesellschaftliche und politische Entwicklung. Da sagen die, ja, das interessiert uns ja gar nicht. Und die Korruptionsmechanismen, die wir halt in hohem Maße in Subsahara-Afrika und anderen Teilen Afrikas sehen, sind natürlich Anker, in denen China im Grunde auch hineingeht. Auf der anderen Seite gilt natürlich auch, Bert, dass die großen Ansprüche, die China sowohl über dieses Angebot an andere, also One Belt, One Road Initiative, aber auch der eigenen Entwicklungsperspektive mit dem Made in China 2025 entwickelt hat, hinter den Plänen auch zurücksteckt. Also wenn man sich das nochmal anschaut, was die davor hatten, das ist ja 2015, damals ist der Premierminister Li Keqiang vom chinesischen Staatsrat positioniert worden. Und der Ausgangspunkt war ja interessanterweise eine Wahrnehmung über Deutschland. Nämlich die Industrie 4.0 ist als Bedrohung gedeutet worden der Chinesen, weil die gesagt haben, ey, wir sind jetzt auch schon industrialisiert und jetzt kommen die mit dieser Industrie 4.0, also müssen wir auch was tun. Mhm. Das war ja dann die Idee mit mehr Digitalisierung, mit mehr Selbststeuerung, mit höherer Qualität, mit mehr Eigenanteilen. Naja, wir stehen ja heute vor der Feststellung, dass China, du hast es auch erwähnt, wirtschaftlich ein bisschen ratlos dasteht. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber das ist ja eine Ratlosigkeit, wenn man auch so hört, na, dann beschließt man wieder irgendwas im Politbüro und Regierung und was weiß ich, wo man nochmal unterstützende Maßnahmen gibt. So richtig freigeräumt von Hemmnissen hat es bisher nicht geführt. Ja? Also die Situation ist eigentlich nicht toll. Aber da sehe ich eigentlich ein Problem drin, weil, sagen wir mal, der Deal, politische Selbstbestimmung der Bürger wegzukaufen durch Reichtum, der funktioniert ja nicht mehr. Der funktioniert nicht mehr in dem Maße. Könnte es sein, dass, auch dafür gibt es ja Vorbilder, dass deswegen für Chinas Politik ein militärischer Konflikt vielleicht doch eine Alternative ist. Also, man muss ja sehen, dass... Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Es gibt Neuigkeiten zum Vorsprung durch Technik. Die langjährige Bestsellerbaureihe von Audi, der Audi A4, heißt ab sofort mit dem Debüt der 10. Generation Audi A5. Entdecken Sie das neue Design, seine muskulösen Proportionen und den neu gestalteten Innenraum für Fahrer und Beifahrer. Der Audi A5 punktet zudem mit effizienten und leistungsstarken Antrieben und ist ab sofort bestellbar. Erfahren Sie jetzt mehr auf audi.de/podcast. China keine Erfahrung mit militärischen Konflikten hat. Nö, bislang nicht. Also man Ja, aber das hat eigentlich, also sagen wir mal, wenn man mal die inneren Konflikte vor langer Zeit, also auf dem Weg zur kommunistischen Diktatur, mal rausnimmt, wenn man dann erinnert an die Grenzkonflikte, die es im späten 20. Jahrhundert mit der Sowjetunion gegeben hat, die es ja immer mal wieder da oben gibt, was ist ja auch interessant. Ich bin mir nicht sicher, ob man, weil es keine Tradition hat, ob man auch mit Blick nach innen dafür Mobilisierung wirklich, wirklich findet. Ich glaube, die Probleme sind ja strukturell mittlerweile auch so weit gefasst, dass man nicht wirklich durch einen militärischen Konflikt da rauskommt. Ich meine, nimm mal die Finanzlage in den Provinzen. Die Verschuldung ist zunehmend ein Problem, auch bei den lokalen Autoritäten. Es führt dazu, dass Subventionsversprechen zum Teil nicht eingehalten werden oder gedeckelt werden, weil man im Grunde mit den Finanzmitteln da ziemlich knapp steht. Aber der Punkt, und das wäre sozusagen in deine Richtung, es bleibt alles irgendwie unbefriedigend. Der Volkskongress hat im März ja Maßnahmen verkündet zur Ankurbelung der Wirtschaft und zur Marktöffnung. Und was bei uns gar nicht so gewürdigt wurde, du kannst halt jetzt einreisen ohne Visum, wenn du nur 14 Tage bleibst. Das ist schon beachtlich. Wenn umgekehrt chinesische Mitarbeiter von deutschen Unternehmen nach Deutschland kommen, müssen sie ein mühsames Visa-Verfahren durchgehen. Also das ist alles nicht sauber. Ich glaube nur nicht, dass das die Antwort in einem militärischen Konflikt liegt. Denn ich meine, man kann das natürlich hochzaubern und bei Taiwan, aber am Ende des Tages, was wäre gewonnen? Richtig, was wäre gewonnen? Aber auf anderer Seite steht natürlich das chinesische Regime, das ist ja letztlich eine Parteiendiktatur, vor einem Dilemma. Das heißt, sie will ja, sagen wir mal, der Deal ist ja Wohlstand
durch Abgabe von politischer Mitsprache. Mhm. Und gleichzeitig haben wir natürlich, in China sind ja letztlich zwei Länder. Der Osten ist ja hochindustrialisiert, ist relativ reich. Und die westlichen ist faktisch Steinzeit. In einer solchen Situation, wie kann dort ein diktatorisch geführtes Regime rauskommen? Und die Geschichte zeigt ja, dass in solchen Situationen ein kleiner kriegerischer Konflikt immer eine Option ist. Das ist meine Befürchtung. Ja, aber das setzt ja auch voraus, dass im Land das zu einer massiven Verunsicherung und Unruhe der Bevölkerung führt, sodass sie ein Protestpotenzial aufbaut. Das ist ja nicht der Fall. Wir sind ja nicht 1989, wie damals auf dem Tiananmenplatz, wo Unzufriedenheit im bestimmten System greifbar war. Der Wohlstandsfortschritt seitdem ist in weiten Bereichen Chinas halt evident. Und deswegen glaube ich, dass das nicht in der schlichten Logik dazu führt, man antwortet jetzt mit einem militärischen Konflikt, weil man den anders nicht kanalisieren kann. Ich glaube, was Sie einfach begreifen müssen, ist, dass Sie mit Ihren planerischen Vorstellungen auch an Grenzen kommen. Man kann einen Nachholprozess lange organisieren, aber wenn es dann um die Mobilisierung in der Breite und Tiefe geht, muss ich viel mehr Freiraum schaffen. Wenn man da unterwegs ist, du hast es erwähnt, die Küstenregion, dann ist das ja schon eindrucksvoll, was da an Innovationskraft ist. Aber die Durchdringung des Landes ist natürlich ist noch eine weiterstehende Aufgabe. Man könnte jetzt ein bisschen zugespitzt sagen, naja, so unähnlich ist es mit den USA ja auch nicht. Es sind im Grunde die Küstenzonen, die großen Wachstumtreiber sind. Es ist das Silicon Valley, es ist an der Ostküste Biotech und Financial Hub, wenn man Boston und andere Regionen nimmt. Und zwischendrin sucht man schon, man kann auch sagen, Texas, Öl und ein bisschen Energieproduktion. Manche Unternehmen gehen dorthin, weil die Steuern günstiger sind. Aber mal von der originären Wertschöpfung verändert es sich gerade, aber es bleibt an den Küstenzonen die große Dynamik. Ähnliches in China, die ganze Dynamisierung ist so in Gang gekommen. Aber das, was wir im Hinterland finden, ist weiter von entfernt. Richtig, aber ich spiele nochmal Advocatus Diaboli. Wir haben ein gespaltenes Land, wie Sie schrieben, ist völlig richtig. Aber das Land hat immer noch Corona nicht überwunden. Die Arbeitslosigkeit in den reichen Regionen steigt rasant an. Die Leute sind entreichert worden durch den Kollaps des Immobilienmarktes. Und ich sehe das nicht so optimistisch wie du. Das Repressionspotenzial wird natürlich ausgeschöpft. Aber ich weiß nicht, wie. In solchen Situationen hat man ja früher immer einen kleinen militärischen Konflikt gemacht. Immer. Das war immer die Regel, weil das natürlich wieder ein Land zusammenschmiedet. Das ist, was ich aus der Geschichte lerne in einer solchen Situation. Ja, schon. Aber nochmal, es muss ja eine plausible Begründung geben. Die ist etwas schwer zu finden. Allein auf Sanktionen wird man nicht militärisch reagieren, weil es auch nichts bringt. Ja. Man sieht ja auch, dass das, was Russland mit dem völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine versucht hat, eigentlich ein dramatisches Scheitern beschreibt. Natürlich stehen immer noch Truppen und kommen auch ein Stück vorwärts im Donbass. Aber mit welchem Aufwand, wenn man bedenkt, dass Russland eine viel größere Bevölkerung hat, dass es sich darauf vorbereitet hat über eine Dekade und steht im Grunde nackt da, muss jetzt noch die Restbestände aus der Sowjetunion verwenden. Und wenn man die Verteidigungsbestrebungen in der Region Kursk nimmt, ist das auch nicht gerade geprägt von einem überzeugenden Bild. Also eigentlich sieht ja China, die könnten vielleicht für sich sagen, dass sie es besser machen, aber sie sehen doch, das, was Russland da inszeniert, wirklich nicht, wohin führt das? Also eine Antwort liegt ja nur dann attraktiv auf dem Tisch, wenn dieser militärische Konflikt ein überschaubarer bleibt. Mhm. Also punktuell, ich meine, die Amerikaner haben den großen Vorteil, und das ist ja nicht unähnlich, dass sie jedenfalls geografisch so gelegen sind, dass das, was im Süden und im Norden ist, sie nicht weiter bedroht. So, dass sie von daher letztlich Konflikte an anderen in der Welt entweder versuchen einzudämmen oder haben eskalieren lassen, wie im Irak, und leben dann auch mit den Problemen bis heute davon. Aber wo ist hier das große positive Beispiel, das dann die chinesische Führung auf diese Idee bringen würde? Also ich glaube, die Botschaft ist doch eigentlich sehr viel klarer, dass sie im Ökonomischen die Dinge ändern müssen. Wir haben eine Krise im Immobiliensektor. Ein Viertel der Wirtschaftsleistung in China wird vom Immobiliensektor getragen. Es gibt erste Hinweise, dass das wieder mit Bauanträgen und Lizenzierungen etwas in Gang kommt. Aber es ist einfach schwierig.
Und ich glaube, die Botschaft für China ist einfach zu erkennen, dass sie einen kurzen Zeitraum noch im Wesentlichen haben. Kommen gleich noch drauf, warum. Mhm. Aber dieser Zeitraum heißt, ich muss den Strukturwandel so dynamisieren, dass er von sich selbst trägt und aus sich selbst heraus Perspektiven eröffnet. Das ist noch nicht der Fall. Die haben immer das Risiko, in so einer Middle-Income-Trap festzuhängen, also so eine Art entwicklungstheoretisch vorangekommen, so wie andere auch, aber irgendwie verharrt es dann. Und man muss ja auch schauen, der Anstieg des Pro-Kopf-Einkommens, da ist ja noch viel, viel Luft. Spielraum, um überhaupt in die globale Liga der anderen aufzutreten. Ja, das im Vergleich zu den USA ist das, sagen wir mal, ein Fünftel, das ist ja schon positiv gerechnet. Das heißt, das wird sehr positiv, ja. Das wird sich so nicht lösen. Aber noch einmal, du siehst dann, sagen wir mal, dass China natürlich auch versucht, sich militärisch zu expandieren. Das heißt, Sandbänke werden zu Inseln aufgeschüttet und so weiter und so weiter. Ja. Und es wird, sagen wir mal, ein Konflikt im südchinesischen Meer wird ja auch gesucht. Meinst du, das sind nur Ablenkungsmanöver? Ich glaube, ja. Also ich glaube, man sollte immer aufpassen, dass man nicht, jetzt beispielsweise haben wir viel getan, aus dem russischen Verhalten auf die Chinesen übertragen, dass das für die auch eine Lösung ist. Ich glaube einfach, was sie da sehen, ist es nicht. Jetzt kann man sagen, das sind überschaubare Konflikte, die sie ja auch täglich schon irgendwie treiben. Das ist ja so. Das heißt, sie positionieren ihre Macht, aber sie verlieren natürlich auch diejenigen, die im Umfeld Vietnam und anderen, die sagen, also eigentlich sehen wir das hier anders. Ja, Vietnam hat sich ja ganz abgekoppelt, ist ja jetzt der neue Shootingstar. So, wir haben aber auch Japan vor der Tür. Das heißt, da ist es nicht so wie für die USA, dass das Umfeld per se kooperativ ist, wenn sie eine andere Strategie fahren. Das heißt, da muss China schon auch in Kooperation investieren. Mit der Regional Economic Partnership ist ja auch versucht worden, da sich zu markieren, also im Indo-Pazifik eine entsprechende Rolle einzunehmen. Nur der Indo-Pazifik ist ja nicht einfach eine Region, der China folgt. Da steckt mit Indien ein Land mit fast vergleichbarer Bevölkerungsgröße, anderen Zustand, haben wir auch schon drüber gesprochen, der ewige Rising Star der Zukunft sozusagen. Ja. Aber es ist einfach ein politisches Statement und an Indien kommt man nicht vorbei. Also insofern ist es ja auch für China von daher nicht so einfach, in solchen Umfeld die Dinge einfach militärisch zu adressieren. Und es kommt hinzu, die Demografie. Es ist in absehbarer Zeit davon aus, dass die Alterungsquoten entsprechend hoch sind. Wir gehen davon aus, 2050 Altenquotient in China mit knapp 60%, nicht viel niedriger als bei uns, aber viel dynamischer zustande gekommen. Du hattest die Geburtenrate mit knapp 1,2 genannt. In USA liegt sie bei 1,7. Und da liegt ja auch der interessante Unterschied aller großen drei Wirtschaftsräume. Die amerikanische Demografie spricht weiterhin auf für Zuwachs, nicht? Und deswegen bleibt es auch so, der Altenquotient in USA wird 2050 etwa bei 47% sein. Ich hatte erwähnt, knapp 60 in China. Mhm. Und auf der anderen Seite haben sie natürlich ein massives Umweltproblem. Man konnte heute lesen, dass China den Ausbau der Energieproduktion auf Kohle basierend stoppt oder deutlich vermindert. Also die erkennen ja schon, dass sie Dinge auch anders machen müssen. Aber wir haben bezogen aufs BIP, wenn wir nehmen 16% letztes Jahr, also 17% Anteil am Welt-BIP, USA 26, aber USA haben nur etwa 11%, gut 11% CO2-Ausstoßanteil, die Chinesen 29. Das heißt also, da haben sie auch ein Problem für die Welt, das sie beantworten müssen. Ja, also ich teile deine Ansicht, aber was wir heute... Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Stehen Sie auch vor den wachsenden Herausforderungen der modernen Arbeitswelt? Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Big Data, Fachkräftemangel? Randstad steht als Partner for Talent an Ihrer Seite. Kompetent, verlässlich und auf Augenhöhe. Randstad vermittelt Ihnen ExpertInnen, zum Beispiel in IT, Engineering, HR, F&A, Life Science oder Purchasing. Mehr dazu auf randstad.de. Was wir gerade diskutiert haben, wir erleben den Slowdown des ehemaligen Superstars China. Das ist doch die Botschaft. Das heißt also, du bist ja Wirtschaftshistoriker. Es gab ja auch mal so eine Scheinblüte der Niederlande. Da war ja Niederlande auch mal, sagen wir mal, die Ökonomie dominant.
Ja. Du siehst also hier Dutch Disease für China. Ja, ja gut, aber die Dutch Disease ist jetzt noch eine ganze... Das kann man für China natürlich auch diskutieren und sagen, sie haben das nicht durch eine nicht durch Rohstoffvorkommen in der Nordsee Einkommen erzielt und deswegen sozusagen Fehlsteuerung, sondern sie hatten es eigentlich durch einen Währungsvorteil, den sie sich durch den Wechselkurs verschafft haben. Aber sie sind auch nicht mehr der Akteur, der einfach die amerikanischen Staatsanleihen kauft. Also dieses China-America-Bild, darf man daran erinnern, das ist vielleicht 15 Jahre her. Neil Ferguson hatte das formuliert, sozusagen die Interaktion dieser beiden großen Ökonomien. Die einen verschulden sich, kaufen bei den einen, die kaufen dafür deren Staatsanleihen. Also ich mache es mal ein bisschen simpel. Das ist ja in der Form schon deutlich zurückgehend. Wir haben eine deutliche Rückführung der Rolle Chinas als Handelspartner für die USA. Also das, was dort als Decoupling etwas übertrieben vielleicht beschrieben wird, hat ja tatsächlich auch schon gewirkt. Also die China ist ja bei weitem nicht mehr so zentral. Wobei vielleicht ein Punkt noch, weil wir ja feststellen, es gibt ja so manche Ähnlichkeiten, also nicht nur, dass beide Länder gleich groß sind in Quadratkilometern nahezu, wenn man sich mal anschaut, Haushaltssalden, dann liegen die in den USA bei etwa 8, gerade 9%, letztes Jahr, vielleicht gehen sie auf 7 runter. Und das ist auch nicht anders. Also 7, 7,5% hast du auch das Haushaltssaldo dort. Mit dem Unterschied, dass sie im Leistungsbilanzüberschuss haben. Leistungsbilanzdefizit in den USA immer noch markiert. Aber also die staatliche Positionierung neben der Frage der Demografie des Immobiliensektors, das haben wir auch noch, erkennen wir noch keine Antwort, weil ich auch den Eindruck gewinne, dass die Provinzen nicht so klar zu steuern sind, wie man das gerne hätte. Wie man sich wünsche. Aber deine Aussage ist ja relativ, ich würde sagen, positiv für uns. Das heißt, aus der bipolaren Welt, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat, wird, wenn ich dir folge und ich folge dir, wieder eine monopolare. Nach wie vor werden die USA Master of the Universe bleiben, weil also auch dieser Konflikt, das hast du auch gesagt, militärisch nicht gelöst werden kann. Und mit anderen Worten heißt das, das amerikanische Zeitalter wird sich noch eine Zeit lang verlängern. Ja, unbestritten in Hard-Power-Dimensionen ist es so. Also wir haben die Kriterien ja diskutiert. Es bleibt beim Militärischen so, es bleibt bei den harten ökonomischen Fakten so. Die Frage ist, da ist, glaube ich, die Präsidentschaftswahl wirklich entscheidend, ob man auch den Soft-Power-Aspekt sieht und sagt, ich kann als amerikanische Nation oder auch amerikanische Politik sehr viel mehr Einfluss haben, wenn ich über Allianzen Kooperationen nutze und über Allianzen Interessen weitergebe und letztlich zusammenarbeite, statt die Trumpsche Perspektive zu wählen. Das ist mir völlig egal. Das Make America Great Again ist eine amerikanische Frage und den Rest ist mir im Grunde eigentlich egal, ob die vor die Hunde gehen oder was die auch machen. Und dieses Bild wird, glaube ich, entscheidend sein. Was passiert mit der Präsidentschaftswahl? Gibt es eine Fortsetzung einer eher über Allianzen, auch Soft-Power-Argumente nutzende oder eine verprellende Perspektive, so wie sie Trump ja in den ersten 4 Jahren schon mal markiert hat? Das sehe ich nicht, aber ich sehe trotzdem, dass die USA nicht mehr die Funktion, die Rolle des Weltpolizisten übernehmen werden. Das ist, glaube ich, auch vorbei. Ja, das ist sozusagen wenn China, das war ja unser Befund, in eine sozusagen Sinkflug, so nennen wir das mal. Also sie werden weiterhin mit 4% auch wachsen, aber sie werden damit nicht diesen Aufholprozess, den sie gerne bis 2049 erreichen würden, realisieren können. Haben wir auf der anderen Seite von daher für die USA einen Vorteil. Wir sehen ja auch, dass Europa sich schwer tut, wirklich gemeinsam militärisch zu kooperieren. Das sind mühsame Prozesse. Es fehlt ja selbst bei uns die Konsequenz. Also wenn man dann sagt, naja, da ist mal die Einsicht da seitens des Bundesverteidigungsministers und vielleicht ein bisschen des Bundeskanzlers, muss man ja schon den Rest umsuchen, wo denn da die Erkenntnis da ist. Und auch eine Oppositionspartei, die sehr lange die Verteidigungsministerinnen und Minister gestellt haben unter Merkel, können ja nicht auf eine Tradition setzen, dass sie für Stärke und konsequente Sicherung territorialer Integrität stehen. Also das muss nochmal völlig neu positioniert werden, aber das ist es noch nicht. Ist auch gesellschaftlich
noch nicht angekommen, sieht man ja auch an den Perspektiven der Wahlen in den neuen Ländern. Also insofern ist das schon interessant. Aber was die USA sozusagen für sich selbst, glaube ich, wirklich klären muss, ist, wann und wie sind militärische Interventionen noch ein Instrument dieser Hegemonialmacht? Obama hat ja auch deshalb USA so geschwächt, weil er zwar rote Linien gezogen hat, aber er hat nicht interveniert. Nicht? Er hatte rote Linien gezogen für Syrien und hat nicht interveniert. Sie ist und bleibt auch die größte Militärmacht. Das heißt also, selbst wenn wir eine Fortsetzung der, sagen wir so rum, der demokratisch getragenen Administration, damit eigentlich einer langen amerikanischen Tradition in der Politik haben, ein gewisses Sendungsbewusstsein in der Außenpolitik zu artikulieren, müssen Sie wissen, es ist nicht ohne Preis. Der Preis kann sicherlich niedriger sein, als er mit dem Irakkrieg verbunden war und anderen Dingen. Aber da sind, glaube ich, die spannenden Fragen. Denn die USA sind dann nicht nur aus Eigeninteresse Hegemon, sondern auch für die Welt, weil es einen Vorteil hat für die anderen, weil Dinge sortiert werden und organisiert werden oder auch abgesichert werden. Und das, glaube ich, bleibt die spannende Diskussion. Und, das ist vielleicht mein letztes Wort, das US-amerikanische Zeitalter wird noch auf absehbare Zeit bestehen bleiben. Wir werden genau das erleben. Also die Dinge werden sich nicht fundamental verschieben. Zumal ja auch, letzter Gedanke, nochmal gesagt, alle ökonomischen Perspektiven für China ja nicht eine Stärkung letztlich beschreiben. Das Gegenteil. Das Zeitfenster wird immer kleiner. Das ist richtig. Wir haben im Weltwährungssystem keine wirklichen Verschiebungen. Wir haben in der Verschuldungsfähigkeit keine Verschiebung, obwohl manche jetzt sagen, auch USA müssten mal drauf schauen. Das ist sicherlich richtig, aber am Ende wird es unterlegt durch eine glaubwürdige Position, diese Hegemonialfunktion erfüllen zu können. Ich sage herzlichen Dank für unser bislang längstes Gespräch. Ich danke dir. Gestatten Sie mir noch ein Wort in eigener Sache. Wenn Ihnen unsere Gespräche gefallen und Sie also offensichtlich sich für ökonomische Themen interessieren, dann habe ich für Sie ein besonderes Handelsblatt-Angebot. Näheres zu diesem Angebot finden Sie unter handelsblatt.com/global. Klicken Sie mal drauf. Ich hoffe, Sie finden da was Interessantes. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung. Wir alle schätzen echtes Handwerk. Das gilt im Kleinen, wie bei der Zubereitung des perfekten Kaffees, und im Großen, wie beim Investieren oder Anlegen. Bei UBS haben wir Banking zu unserem Handwerk gemacht. Ob in der Vermögensverwaltung, im Investmentbanking oder im Asset Management. Wir integrieren ständig neue Technologien, innovative Ansätze, sorgfältigste Recherchen und die besten Insights unserer Experten. Das bedeutet Banking für uns. Nicht nur Arbeit, sondern echtes Handwerk. Erfahren Sie mehr auf ubs.com/craft.